Hallo und willkommen zu einem neuen Teddy Haul. Ich bin endlich wieder bei Teddy und ich muss ehrlich zugeben, seit die Läden wieder offen sind und ich in alle mal wieder ein bisschen reingeschaut habe und die neuen Kollektionen gesehen habe, ist Teddy tatsächlich zusammen mit Action, aber Teddy immer noch an erster Stelle, mein Favorite-Laden. Er hat einfach die schönsten Dinge, er hat sie ebenfalls zu guten Preisen und ich freue mich so sehr, euch zu präsentieren, was ich für unsere Wohnung geholt habe. Ich habe einige Probleme endlich lösen können und ja, wir fangen einfach mal an. Die erste Sache, die ich geholt habe, ist dieser Teppich. Das ist einfach so ein bisschen mit Kreuzmuster drauf, in beige und in weiß. Ich falte ihn mal auseinander, mal gucken, wie viel da noch im Bild zu sehen ist. So sieht er insgesamt aus. Ich fand ihn richtig hübsch und hier oben hat er noch so eine Fransen dran zu hängen. Das Beste daran ist, einen Tag bevor ich losgelaufen bin zu Teddy, war ich auf Amazon und habe einen Teppich gesehen, der sehr, sehr ähnlich aussah. Nur hat der 42 Euro gekostet, aber der hier hat nur 5 Euro gekostet. Und ich finde den richtig, richtig schön. Hat so ein bisschen Boho-Style, auch wenn ich den eigentlich nicht verfolge. Kann ich aber auch super mit anderen Dingen kombinieren. Und ich freue mich schon, den dann in unserem Schlafzimmer oder in unserem Abstellraum, weiß ich noch nicht genau, zu verwenden. Ich habe ihn insgesamt 2-mal geholt, man weiß ja nie, um ein bisschen Symmetrie zu verursachen. Ich finde den richtig, richtig schön und bin sehr happy damit. Die nächste Sache, die ich geholt habe, sind 2 große Glasflaschen oder Glaskaraffen, wie man sie nennen möchte, mit einem Korkdeckel obendrauf. Die haben jeweils 4 Euro gekostet. Ich finde die richtig, richtig schön. Wir trinken nur aus sowas, wir haben keine Plastikflaschen zu Hause und wir brauchten unbedingt neue, deswegen habe ich die mitgenommen. Und das Beste daran ist, dass sie nicht nur klar luftdicht verschließen, wie sie sollen, sondern der Deckel ist auch noch stabil. Ich kann sie einfach nur an diesem Deckel festhalten. Und sie fallen nicht auseinander, was bei vielen anderen leider nicht der Fall ist. Dann, ebenfalls in dieser Kategorie, habe ich diese große Flasche mitgeholt, beziehungsweise diesen großen Glasbehälter. In dem möchte ich gerne unsere losen Teesorten abfüllen. Ich habe so, so lange gesucht, bis ich was Passendes gefunden habe. Und die hier sind wirklich sehr gut geeignet. Da passen ungefähr 500 Milliliter rein. Und die haben einfach nur 1 Euro gekostet. Dieser große Behälter, einfach für 1 Euro, finde ich richtig schön. Den habe ich ebenfalls in der mittleren Größe geholt, wo er nur noch 75 Cent gekostet hat. Darin möchte ich gerne unsere arabischen Gewürze abfüllen. Die sind nicht so in kleinen Fläschchen wie unsere normalen. Davon haben wir mehr, deswegen kommen hier die arabischen rein. Finde ich auch sehr, sehr hübsch. Und, wer hätte es gedacht, ich habe auch die kleine Form mitgenommen. Ihr habt die vielleicht schon mal vor langer Zeit in einem meiner Hauls gesehen. Da drin haben wir unsere Gewürze. Ich habe euch auch im vorletzten Video gezeigt, wie wir unsere Küche organisieren. Und da drin sind unsere kleinen Gewürze, da ist dann schön das Label drauf mit der Illustration und so weiter. Die kosten lediglich 55 Cent, eine super preiswerte Alternative, wie man sein Gewürzregal organisieren kann. Und die haben, genau wie die anderen, auch wieder einen Korkdeckel, der das Ganze luftdicht verschließt. Finde ich richtig niedlich und ich habe tatsächlich jede einzelne Größe mitgenommen, die Teddy angeboten hat. Dann habe ich diesen schönen Korb hier geholt, der ist einfach aus Holz. Ah, da ist der Kassenbon noch mit drin. Der ist einfach aus Holz und zwar in so einem bisschen graumelierten Look mit einer schönen Kordel hier. Das ist auch noch ein bisschen wieder so diesen Haus am See-Stil, finde ich. Ich fand ihn richtig hübsch und der ist in Grau, das bedeutet, der kommt in unser Badezimmer. Und darin möchte ich tatsächlich unsere Putzmittel, unsere Möbelpolitur, alles was eigentlich eher unschön und chaotisch rumsteht, möchte ich gerne hier drin haben. Das kommt dann unter unser Waschbecken, also in unseren Spülschrank, freue ich mich schon richtig doll. Der kann das viel hübscher organisieren und man kann einfach beim Putzen diesen Korb rausziehen und mit sich rumtragen, anstatt jedes Mal die einzelne Flasche zu nehmen. Finde ich richtig hübsch und der hier hat 5 Euro gekostet. Die letzte Sache, die ich geholt habe, ist dieser riesige Korb hier, beziehungsweise habe ich davon insgesamt 3 Stück geholt. Wir sind gerade dabei, unsere Vorratskammer, beziehungsweise unser Riesenregal, slash Abstellraum, slash Vorratskammer. Ich habe das ein bisschen schöner gemacht als einfach einen Abstellraum. Wir sind gerade dabei, so ein Makeover da zu machen und alles schön einzurichten. Und diese großen Körbe sind ideal dafür, um große Dinge aufzubewahren, wie zum Beispiel Waschmittelflaschen oder Putzmittelflaschen, die wir in Reserve da haben, Shampoos und so weiter, vielleicht auch Zebrarollen, also einfach unschöne Dinge, die man eigentlich nicht zeigen möchte, werden wir hier drin haben. Die Höhe ist einfach ideal dafür geeignet. Ich glaube, das sind 35 cm in Höhe und ich finde ich richtig schön. Der ist aus so einem Wassergras geflochten
richtig, richtig praktisch. Und von dem habe ich, wie gesagt, 3 Stück geholt für jeweils 10 Euro. Und ich bin so happy mit denen. Ich habe die überall gesehen. Auf Amazon gibt es die auch, aber auf Amazon kosten sie um die 50 Euro. Deswegen sehr, sehr glücklich generell. Teddy ist gut für so günstigere Dupes, also günstigere Alternativen zu Dingen, die es auf Amazon gibt. Und ich bin so erleichtert, dass wir endlich wieder zu Teddy können. Unser Geldbeutel schon. Das war's für heute. Das sind alle Sachen, die ich bei Teddy geholt habe. Ein sehr natürliches Schema wieder, ohne Plastik wieder. Ein schön beige, neutral colors. Ich mag es richtig doll. Und immer wieder, wenn ich einkaufen gehe und im Nachhinein die Sachen sehe, sehe ich einfach, oh, ist alles das gleiche Farbschema. Und dann weiß ich einfach später schon, dass alles in unserem Haus zusammenpassen wird, was mich mega happy macht. So, das sind alle Sachen, die ich bei Teddy geholt habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und auch gerne, was eure Teddy-Favoriten sind. Ich lasse mich immer gerne von meinen Zuschauern inspirieren und ich mag es, wenn wir uns unten austauschen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.